Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf, den Antrag Fraktion der AfD nach Besetzung der Vertretung des Landes Hessen im Kongress der Gemeinden und Regionen Europas im Europarat. Drucksache 209 aus 21. Wir haben vereinbart, den Antrag ohne Aussprache direkt abzustimmen. Ich sehe, das ist der Fall. Wer stimmt diesem Antrag zu? Den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD und der fraktionslose Herr. Wer stimmt dagegen? Das sind CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, die Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist der fraktionslose Abgeordnete Gab. Damit ist der Antrag mit den Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und den Freien Demokraten gegen die Stimmen von AfD, dem fraktionslosen Abgeordneten, bei Enthaltung des fraktionslosen Abgeordneten Gaff so abgelehnt. Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 39, Dringlicher Antrag Fraktion der CDU, Fraktion der SPD, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion der Freien Demokraten nach Besetzung der Vertreter des Landes Hessen im Kongress der Gemeinden und Regionen Europas im Europarat. Das ist die Drucksache 276/21. Auch hier haben wir vereinbart, den Antrag ohne Aussprache abzustimmen. Deswegen frage ich Sie auch hier, wer stimmt den dringlichen Antrag zu? Das sind CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD. Wer enthält sich? Das sind die fraktionslosen Abgeordneten. Somit ist der Dringliche Antrag angenommen.